Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Daisy Epoch. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum dieser Part nicht am Samstag kommt, weil heute nicht Samstag ist. Das liegt daran, dass ich spontan Freitag und Samstag arbeiten musste und es damit nicht geschafft habe, noch Freitag aufzunehmen und Samstag hochzuladen. Ja, wir haben das Ganze also am Sonntag aufgenommen und ich werde es wahrscheinlich am Dienstag hochladen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, allerdings wird morgen ganz normal Disso auf Mine kommen, also dabei wird sich nichts ändern. Ja, wir hoffen jetzt, ihr habt Spaß und by the way, heute spielen wir mit Dilex, der kommt gleich auch noch, der muss nur kurz seinen PC neu starten. Also, wir machen heute ein paar Missions, bis gleich. Das funktioniert schon mal sehr gut. Und Reifen sind kaputt. Ich kann nicht aussteigen, ich steig instant wieder ein. Ah, jetzt. Sehr gut. Nein. Ja, ja. Ja gut, ich meine. Also gut funktioniert ist was anderes, ne? Also ja, ein schönes Rot. Holy shit. Oh. Lauf. So Leute, also wir haben es jetzt aus der Base geschafft, nachdem wir unseren Ural in der Tür zum Explodieren gebracht haben, weil er in die Wand geflogen ist und ja. Das war Rancor? Ja, jetzt bin ich wieder schuld. So, jetzt haben wir es also geschafft, aus der Base zu kommen mit diesem kleinen Offroad hier. Der ist zwar nicht ganz so geräumig, aber ein bisschen was am Platz hat er. Und jetzt fahren wir zum Medical Supply Camp und hoffen mal, dass wir da ein paar NPC schlachten können. Das sind noch 6 Kilometer und wir sehen uns wieder, wenn wir da sind. Bis gleich. So Leute, wir sind hier jetzt an der Mission angekommen und wir fahren jetzt hier vorne in den Wald und parken da. Dann wollen wir zu diesem Medical Supply Camp, was jetzt insgesamt noch knapp 400 Meter entfernt ist. Da laufen wir gleich noch ein Stück hin. Parken, genau. So, dann hoffen wir mal, dass wir die Mission gut über die Reihe bekommen. Wir haben das jetzt so gemacht, sollte ich sterben, wird Dilex weiter aufnehmen und seine Sicht zeigen. By the way, nebenbei ist auch noch GameStar jetzt im Channel, der spielt aber GameStar. Ah. Der stinkende. Ja, ich bin auch dabei. Oh, Abu und TS. Und was ich sagen wollte, das heißt nicht über die Reihe, sondern über die Runden. Du Spasti. Ja? Das heißt über die Runden und nicht über die Reihe bringen. Und die Runde, über die Reihe. Ich bin Alex. Was ist das? Spacken, Alter. Ja, über die Reihen bringen. Ja, ich bringe es halt über die Reihen, so. Ja. Geil. Ja, wo ist denn die Mission, Alter? Ich sehe die nicht. Ach, Leute, jetzt sehe ich die. Ich bin kurz auf. Das ist ein großes Gebäude. Was kann man an dem Gebäude nicht sehen, Dilex? Ich lauf die ganze Zeit. Oh, Scheiße. Ich lauf die ganze Zeit am Altrand entlang und wundere mich, wo. Dass Dennis. So. Okay. Echt? Bist du soweit? Wait a bit. I have to. I have to Schmerzmittel nehmen. Okay, wir sollten uns aber ein bisschen beeilen. So, 0, 1, 2, 3, 4. So. Okay, bist du soweit? Ja. Moment, lass uns noch kurz besprechen, wer welchen nimmt. Ich sehe jetzt gerade. Nimm den bei der Kiste. Ach scheiße, kannst du jemand anders nehmen, weil den habe ich gerade gut im Scope. Ja, ich auch. Ich kann keinen. Okay, dann nehme ich den den anderen, der gerade rein versucht zu gehen. Ja, okay. Okay, 3, 2, 1. Sehr gut, erstmal daneben schießen. Zwei down. Das ist jetzt schlecht. Was denn? Zombie neben mir. Ja, eine gebrochen. Toll. Ich hab noch ihn dabei. Oh. Alter! Lol. Ja, nice, der Zombie holt mich einfach aus der scheiß Tanne raus. Oh, meine Fresse, Alter. Boah, Alter, das jetzt. Ja, hast du Antibiotika? Ja, hab ich. Nee, hab ich nicht. Doch, ich hab. Okay. Wir auch erstmal nicht. Hat der richtig gut angefangen? Ja, das fängt schon mal richtig gut an. Beil gebrochen. Ja, ich hab Morphin dabei, hast du schon? Morphin hab ich nicht. Okay, gebe ich dir gleich.
Was? Wo schießt der NPC? Zombies sind aber auch echt mega nervig, ne? Ja. Ich finde auch, die hätten sie, dass sie auch ruhig rausnehmen können. Oh, hast du geschossen mit der DMR? Ja, ja. Ich hab ja nur eine DMR. Ja, ja. Ich bin bewusst. Ich sehe da jetzt aber gar nichts mehr. Ich verschieb mal eine andere Tanne. Ja, ich bräuchte erstmal Muffy. Achso, ja, okay, warte, ich hol die Muffy. Ich bringe. Wo bist du denn? Hör mal, da ist noch ein NPC. Ja, ich weiß nicht, in der Nähe vom Auto. Ich bin gerade irgendwo hingelaufen. Echt, dann musst du eigentlich vor weit hinten sein. Wenn du schießt, kann ich dich vielleicht orten. Ja, warte, hier sind. Ich läuf gerade ein NPC mit Gilly irgendwo rum. Ja, ich bin hier auch mit Gilly, ne? Ja, ich weiß, aber das war's von der Mission. Achso, ich lauf geduckt, by the way. Hier irgendwo bist du. Geh davon aus, du liegst in der Tanne. Hier ist ein toter Zombie. Ich bin nicht in der Tanne. Ah, da vorne. Hinter. Oh Gott! Ah! Ah! Okay, ich verarze dich. Aus welchen Skills? Brauchst du Blut? Ich hab 9000, passt, glaube ich. Da ist noch ein NPC, ne? Der ist dahinter. Ja, ja, ja. Seh den. Mein Typ ist gerade wieder so hardcore ausrasten. Ja, erstmal jetzt Friendly taggen. Das ist ja wohl das Wichtigste. Mach mal den Zombie da weg, damit er uns nicht gleich nervt. Hast du? Hm? Aber nice. Ich bin von dir wieder weggelaufen. Ja, ich meinte Morphin. Achso, ja, hab ich. Digga, Gift. Den kann man nicht zerschießen, oder? Wen? Ihnen. Nee. Hockt da noch ein NPC? Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Guck mal rechts. Rechts? Ja, weiter rechts. Boah, Alter, hast du mich erschreckt. Was heißt nochmal Ofen? Was? Ich will gerade überlegen, was Ofen heißt. Auf Englisch. Furnace. Oder so, also, ne? Oh, da ist noch einer. Wo ist denn der? Weiß ich nicht, ich dachte, da wäre einer, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Irgendwo ist da noch einer. Oder hast du gerade geschossen? Ja, ja, ich hab geschossen. Ich dachte, da liegt einer, aber dann stehen die meist auf, wenn man die trifft. So, ich reload und dann können wir einfach. Das war ich. Wollen wir hingehen? Ja, aber ich hab halt hier im Wald noch jemanden gesehen. Weil die Büschen ist ja erst geklärt, wenn da so lila Rauch ist. Ach, stimmt. Das Doofe ist halt, da können auch welche. Ich verschieb hier rüber in diese Baumreihe, ne? Verschieb. Oh, hast du geschossen? Nein. Ich hab ne DMR. Okay, ist hier hundertprozentig noch wer? Hab ihn. Ah, sauber. Ah ja, das müsste es sein. Hab den letzten. Ja, okay. Ich geh zuerst hin, ja, weil ich hab ein LMG. Da gib du mir nochmal kurz. Die ist ja schon. Die ist doch schon geklärt. Ja, aber es können trotzdem noch NPCs da sein. Aber okay, lila Rauch sollte dann stimmen, okay. Nee, wenn da lila Rauch ist, ist da nichts mehr. Okay, sauber. Geh zur Kiste. Jo. Ich loote mir jetzt erstmal schnell den Rucksack. Ja, wollte gerade sagen, hol dir den Rucksack. Ja, bist du mal gespawnt, ja, oder was ist das? Das ist ja richtig. Heli! Das ist jetzt schlecht, ich leg mir gerade eine Bluttransfusion. Der taut ein Wort nicht, ich glaube nicht, dass der wirklich gerade eine Mission machen möchte. Dafür erschrecke ich ein bisschen. Dann nehme ich erstmal den.
Du hast geschossen, ne? Der ist fast gar nichts. Oben rechts. Irgendwo neben Dingens, neben dem Airfield. Was ist denn hier drin Schönes? Gar nichts. Wow. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Außerdem haben wir noch ein paar M16 und sowas, die können wir auch verkaufen. Machen wir als nächstes die Bandit Mission oder Stash House? Ich hätte sogar gesagt, wollen wir vielleicht erstmal verkaufen. Weißt du, ich hatte gerade übelsten Hunger, ne? Das ist die Mission. Ich hatte gerade übelsten Hunger. Der hat mir hier nichts verkauft. Hm. Hab jetzt gerade Login gestartet, weißt du? Und war da mit dem Ladescreen und dachte mir so, okay, machen wir schnell mal ein bisschen Müsli. Die haben wir kurz AFK und deswegen hat das Spiel einfach schon angefangen. Ja gut. Mhm. So, ich lauf zurück zum Auto. Kriegst du den Rest mit? Ja, wollte gerade sagen, wo ist denn der? Nee, ich krieg gar nichts mehr mit. Okay. Ah, hier ist ein Coyote. Ich nehme natürlich den Coyote. Der ist natürlich größer. Das Auto müsste ja einfach gerade den Berg hoch stehen. Aber Munition für mich. Das ist gut. So Leute, genau. Wir sind jetzt bei der Mission. Da steht auch ein Hummingbird und so weiter und so fort. Ein bisschen was ist da los. Sind ein paar NPCs. Bisher habe ich noch nicht allzu viele gesehen. Doch, da sind doch ganz schön viele. Ja, ich glaube, wir kriegen die Mission auf jeden Fall hin. Nicht. Ohne ich habe mir jetzt einen MK7 Sniper gegönnt. Und muss jetzt gerade mal gucken, dass ich die ein bisschen hochnull. So, also von mir aus können wir die Licks. Weiß nicht von wo ich hier an... Hey, und knie dich einfach hin, habe ich auch gemacht. Warte. Da steht ein Hummingbird. Ist ein fetter Baum. Ein SUV, ein großes Zelt. So, von mir aus können wir. Ja, ich sehe immer noch nichts. Okay. Von mir aus können wir schon wieder. Das Gute ist, ich habe eine SD-Waffe und ich denke mal, dass die Bots da nicht direkt wissen, wo ich bin. Mit einem Jilly und einer SD. Das Leben schön. Also ich hätte gern die TUS. Also würde ich gerne abknallen. Ich guck den Berg an. Boah, leer. Diese lauf einfach ein Stück bergauf hin. Habe ich auch gemacht. Sitze jetzt auf der Seite. Kann von hier nirgends snipern. Ich sehe gerade erst den SUV. Ja, weil wenn du den SUV siehst, siehst du auch die Leute. Ich sehe nur den SUV. Der ist die Bäume umschlingen sozusagen ihn. Warte, ich gehe von der Seite einfach ran. Ist jetzt aber glaube ich ein bisschen kacke in der Deckung. Oh, hier ist geil. Hast du einen Spot? Ja, warte. Wenn mich hier nix. Hast du's? Ja. Okay, ich nehme die TUS im blauen Oberteil. Ja, warte, mein Typ zittert. Okay, wir können schießen. 3, 2, 1. Ich sehe kein Bier. Mission geklärt oder was? Nee, ob du schießt. Ja, Hör ich gar nicht. Ich hab eine SD-Waffe, du Brain. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist es voll hart. Läuft eine M40 rum. Ural, glaube ich. Ich verschieb grad bergauf, ne? Jo. That was a headshot. Oh nice, ja, komm zu mir bitte. Wie weit liegen die eigentlich außerhalb? Bitte? Wie weit liegen die außerhalb? Oder sitzen die, gehen die doch? Springen? Keine Ahnung. Du solltest aber mal schnell machen, ich habe schon 10 Leute. Hol dich ein. Ja, ich nicht, weil ich die Leute nicht sehe. Was heißt ich? Du.
dem Rest. Willst Gas geben, so. Oh, da ist noch einer. Auch weg. Du hast aber fast die ganze Büsche allein gekriegt, ich hab zwei Leute gemacht. Ja, ich sag doch, ist ein geiler Spot hier. Ich sehe einfach nichts. Oh, steht beim Hummingbird noch was? Ne, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich bin immer. Guck mal, ob du Thermal hast. Warte gleich. Ich bin jetzt gerade vom Spot wieder verschoben. Ne, hab ich nicht. Warte. Beim Hummingbird steht aber nichts. Habt ihr einen Blick? Ich muss jetzt mal wieder runter wollen. Siehst du noch was? Ne, ich sehe nichts, aber trotzdem muss da noch was sein. Ja, ich schon. Ich verschieb immer weiter außen rum gerade. Jo. Ich komme gleich auf die andere Seite, dann soll ich die von der anderen Seite vielleicht sehen. Da kann man glaube ich in dieses Camo-Netz einsehen. Guck da gerade rein. Echt? Ist da keiner? Ja. Nö. Ja, oben ist aber auch keiner mehr. Also dahinter ich auch nicht. Also ich sehe von mir aus nichts mehr. Aber ich kann doch nicht geklärt sein. Eben. Liegt da vielleicht noch einer oder ist der einer nur irgendwie unconscious oder so? Glaub nicht. Also alles, was ich nicht sehen kann, müsstest du sehen. Ja, ich bin jetzt auch schon weit verschoben, aber ich habe auch nichts mehr so weit gesehen. Also wollen wir langsam hier ran, oder was? Ja. Boah, wenn du willst. Ich hätte vielleicht gesagt... Naja, komm. Alex, du rauschst gerade derbe! Nee, noch ein. Das ist so gut wie neben mir, by the way. Das war kein Rauschen, das war ein scheiß Trigger, Mann. Tracker, Tracker, Tracker! Ja, ich hab gerade noch einen weggemacht. Ja gut, aber es ist immer noch kein Rauch. Warum steht das denn? Da. Meinst du, der hier die gehört zur Mission? Ja. Ja, glaube ich auch. So, soll ich rangehen langsam? Wenn du eine gute Waffe hast. Ich hab die MK17 jetzt auch vollautomatisch gestellt. Ja. Du nimmst auf, ne? Falls ich das nicht überlege. Ja, ja. Da liegt bestimmt einer irgendwo zwischen oder so. Glaube ich auch. Lol. War einfach die ganze Zeit geklärt, warum kam da kein Rauch? Weiß ich nicht. Ah, ist auch halt nicht so der krasse Loot, ne? Es sind zwei Medical-Kisten und sowas hier. Ich guck grad mal, ob der Heli offen ist. Hier ist eine Kiste, Alter. Ja, ich weiß, hab ich schon reingeguckt, das ist Medical. So. Ja, der Heli ist auf. Aber kommt halt rot. Ah, man, nice. Das heißt, die Heli lassen wir hier. Die hätten wir eh nicht in die Base stecken können. Aber wir können ja SUV mitnehmen. AKM können wir liegen lassen eigentlich. Vielleicht kriege ich auch noch einen Large Gun weg. Das wäre nice. DMR auf jeden Fall eine schon mal. Das gut. Hier ist so eine unendliche Werkzeugkoffer Spawn Loot Dingsbums. Lol. Ja gut, aber so viele würde ich nicht mitnehmen. Das Müll eigentlich eher voll als alles andere. Weil man spawnt mit einem Werkzeugkoffer. M24? M40. Nice. Die M4 lasse ich liegen. Antibiotikum haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen.
hat euch gefallen. Wir haben versucht, diesmal ein bisschen Action zu zeigen. Also, letztes Mal war ja eigentlich eher alles so ein bisschen zusammenfarmen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, ein bisschen Action zu sehen. Wir werden mal sehen, die nächsten Parts, ob wir vielleicht auch mal auf ein anderes DayZ Epoch, beziehungsweise auf ein anderes DayZ zurückgreifen. Ob wir vielleicht zum Beispiel mal ein bisschen Action in Arma 3 Epoch machen oder vielleicht mal die DayZ Standalone spielen. Schreibt das doch vielleicht mal in die Kommentare, es würde uns sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch mal ein anderes DayZ sehen wollt. Auf jeden Fall wird es weitergehen auf dem Server. Wir hoffen, ihr habt Spaß, hattet Spaß und ja, haut rein und ciao.